Und jetzt in diesem Video wird eigentlich schon das Ende von unserem Spielplatz zu sehen sein. Nur es ist dieses Objekt nicht so wirklich lustig dargestellt. Kinder bevorzugen meistens Signalfarben oder die leuchtkräftigen Farben. Und deswegen werden wir unser Objekt einfärben. Wir haben hier zum Beispiel unser Dach. Und ich gehe auf diesen Farbeimer und dort kann ich hier die Farben aussuchen. Zum Beispiel ein schönes Rot. Ich ziehe mir das zur Seite und färbe mir das Rot ein. Auch die Pfosten kann ich mir so einfärben. Vielleicht mache ich die Stangen aber doch in einem anderen Material. Dazu gehe ich vielleicht auf die Texturpaletten und da kannst du auch Holz aussuchen. Ist auch ein schönes Material, vielleicht, und angenehm zum Anfassen für die Kinder.